So, ihr Lieben, heute ist Teil 16 dran. Ihr seht, wir nähern uns dem Ende der Auflösung. Also heute ist Shooting mit einer Grande Dame. Ihr könnt euch denken, wer das ist. Das ist die Pink Lady. Brille. Die liebe gute Joan empfing sie auf das Allerherzigste in einen pinkfarbenen Morgenrock gehüllt und dazu passenden Lockenwicklern. Sie begrüßten sich mit Küsschen rechts und Küsschen links. Weißt du, Jenny, ich bin total nervös. Ich konnte kaum schlafen. Das ist alles so aufregend. Und ein bisschen wie früher, als ich am Set fertig gemacht wurde. Heute allerdings, und das ist der Unterschied, muss ich mich selber stylen und herausholen, was noch herauszuholen ist. Ach, Joan, nicht doch. Du siehst wunderbar aus. Ich helfe dir. Mach das, Kindchen. Sie gingen hinauf in ihr Schlaf- und gleichzeitiges Ankleidezimmer und Jenny sah überwältigt auf das Bett, auf dem ihre tollen Kleider lagen. Wow, das ist ja der Wahnsinn, entfuhr es ihr. Ja, ich habe alles aufgehoben. Genug Platz ist ja da. Wenn schon kein Mann mit mir das Schlafzimmer mehr teilt, dann wenigstens meine Kleider. Dabei zwinkerte sie ihr zu und ihre Worte klangen überhaupt nicht verbittert. Jenny sah sich weiter um. Dieses Zimmer war ein echter Hollywood-Oldie. Dicke Teppiche, viel Plüsch, Spitze und Gold. Ein riesiges Bett mit opulentem Überwurf, ein niedliches Sofa und natürlich die obligatorische Frisierkommode mit Spiegel und vielen Lampen. Sie trat hinter Joan und half ihr, die Lockenwickler zu entfernen. »Ach, ist das schön«, schwelgte Joan dahin. »Danke, dass du mir hilfst. Ich weiß gar nicht zurecht, was ich mit meinem Gesicht machen soll.« »Na, nicht viel. Du siehst so schön aus.« Joan runzelte die Stirn. »Wie sagte doch Lord Henry in Oscar Wildes Bildnis des Dorian Gray? Jugend ist das Einzige, was zu besitzen sich lohnt.« »Tja, das sagte er«, bestätigte Jenny. »Er sagte aber auch, dass er alles dafür gebe. Selbst seine Seele gebe er dafür.« Kurze Stille. Joan räusperte sich, naja, das wollen wir natürlich nicht. Unsere Seele, die behalten wir mal schön selbst. Der Pakt mit dem Teufel ist ein nicht zu unterschätzendes Ding. Sie sahen sich an und schnitten beide so ein Auweia, das haben wir doch gar nicht nötig, Gesicht. Jenny erinnerte sich, was sie über Joan recherchiert hatte. Denn so ganz unvorbereitet wollte sie ihr nicht mehr gegenüber sitzen. Joan galt als rätselhafte Frau schon ihr Leben lang, eine Grande Dame, die sich auch schon früher von Starfotografen porträtieren ließ, und zwar nicht immer zu ihrem Vorteil. Das machte sie ungeheuer sympathisch mit ihren leicht verschatteten Augen und den verwitterten Linien, und doch wollte sie ihre Fotos nicht bearbeiten lassen. Allein ihr abschätziger Mund erzählte interessantere Geschichten als jedes perfekte Botox-Gesicht. Kritiker nannten sie die Frau, die erst im Morgengrauen nach Hause kam. Was ihren Ruf betraf, da sagte sie, na und? Ich hatte meine Liebhaber und meine Ehen hielten nur kurz, aber es gab einen, der mir vorübergehend das Herz brechen sollte. Jenny, holte sie Joan aus ihren Gedanken zurück, wenn das Ende näher rückt, muss man das Leben verteidigen, hörst du? Das werde ich mir merken. Und noch etwas, anmutig zu altern bedeutet auch, dass man nicht versucht, die Vergangenheit zu verbergen. Dabei sah sie Jenny an. Und doch schminken wir mich ein wenig, ja? Ganz dezent puderte Jenny ihr Gesicht ab. Die Schatten unter den Augen hellte sie mit Concealer auf, die Wimpern getuscht und noch etwas Rouge und Lippenstift aufgetragen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen. Im Alter ist eben weniger mehr. Das Ankleiden der vielen Kostüme ging mühelos über die Bühne. Alles passte und doch dauerte es Stunden ohne weitere Hilfe. Jenny half Joan beim ständigen An- und Wiederausziehen, puderte immer wieder ihr Gesicht nach und toupierte ihre Haare in Form. Und Action. Neue Einstellungen, neues Positionieren des Stativs, verschiedene Objektive und Farbfilter sorgten dafür, dass nur bestimmte Farbstrahlungen aufgenommen und andere wiederum abgewiesen wurden. Joan setzte oder stellte sich immer in perfekter Pose, ohne dass Jenny großartige Anweisungen erteilen musste. Sie war eben ein Profi und maulte und meckerte nicht herum. Im Gegenteil, Jenny hatte einen Adrenalinschub nach den anderen und konnte die Kamera nicht von ihrem Gesicht lassen. Joan war perfekt, eine Persönlichkeit mit Charakter, ohne operiertes Verjüngungsprogramm. Nach Stunden angestrengter Arbeit waren die Fotos endlich im Kasten. So, Maddie, ich hab's, wir sind fertig. Ja, Joan stöhnte leicht auf, dass ich das noch erleben darf. Na, was meinst du, dass meiner Person noch solch ein Interesse zuteil wird? Ich muss dich mal was fragen, begann Jenny etwas unsicher. Frag schon, Kindchen. Also, jetzt haben wir diese wunderschönen Fotos von dir und ehrlich gesagt, für die Schublade sind sie zu schade.
Und weiter, Joan sah sie aufmerksam an. Also, wenn du damit einverstanden wärst, würde ich gerne eine Ausstellung organisieren. Thema 81 ist die neue 18. Ach ja, das sagtest du schon im Ei, wie beim Essen. Ich dachte, das wäre nur so eine fixe Idee. Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich finde zum einen, dass eine Retrospektive von dir als Künstlerin schon längst überfällig ist und zum anderen würde ich dich gerne als Gegenpol zu diesen ganzen Pillowfaces setzen. Jenny, das ehrt mich natürlich sehr, aber ganz ehrlich, wer will so eine alte Schachtel noch sehen? Nicht doch, Joan, du irrst dich. Ich würde diese Ausstellung gerne in L.A. machen, hier am Ort des schönen Scheins. Meinst du wirklich? Ja. Und Vic wird mir bestimmt dabei helfen, du weißt schon, die richtige Location und die richtige Gästeliste aufzustellen. Oh Gott, Joan setzte sich. Sorry, das wächst mir gerade total über den Kopf. Jenny setzte sich zu ihr und nahm ihre Hand. Also ich will dich nicht bedrängen, vielmehr möchte ich dir von Herzen danken. Und wenn dir das zu viel wird, dann hast du einfach ein paar schöne Fotos und fertig. Eine kleine Stille. Ach, was soll's. Mach die Ausstellung hier in L.A. Ich werde mich zurück in die Öffentlichkeit wagen. Jennys Herz machte wieder diesen Sprung. Allmählich musste sie etwas mehr aufpassen, sonst erging es ihr irgendwann wie Vigo, obwohl ja lediglich positiver Stress ihr kleines Herz übermannte. Du glaubst gar nicht, wie glücklich du mich machst. Ach, Kindchen, ich sag dir doch, dass es keine Zufälle gibt. Wer weiß, wozu das alles gut ist. Aber in erster Linie geht es darum, dass ich eine wunderbare Frau kennengelernt habe und ich so überwältigt und hingerissen und euphorisch bin und dabei die ganze Welt umarmen könnte. Na komm schon, sagte Joan und breitete ihre Arme aus. Fang erst mal mit mir an. Die Welt ist ein bisschen zu groß. Jenny kicherte und beide hielten sich für lange Zeit in den Armen. Auf dem Wohltätigkeitsding. Die Limousine hielt vor einem noblen Hotel, wo die abendliche Wohltätigkeitsveranstaltung im stilvollen Ambiente stattfinden sollte. Die Wagentüren wurden von außen geöffnet und Jenny stieg so elegant wie möglich aus. Vigo bot ihr charmant seinen Arm und nun lag der Gang auf dem roten Teppich vor ihr. Blitzlichtgewitter, Geschrei nach Vigo und seiner Aufmerksamkeit hielten Jenny kurz zurück. Auweia, sagte sie leise zurück, ich fühle mich gerade etwas total überfordert. Ach, das schaffst du, murmelte er zurück und legte seinen Arm um ihre Taille. Also nicht, dass ich wieder stürze. Naja, du verkennst mein Talent. Ich bin bei dir und halte dich, sagte er beruhigend. Und langsam schritten sie auf dem roten Teppich in Richtung Eingang. Immer wieder mussten sie stehen bleiben, um der Bitte der Fotografen lächeln, lächeln, lächeln nachzukommen. Jenny wollte nicht mit aufs Bild, doch Vic zog sie immer wieder schön an sich heran, sodass Jenny auch brav lächeln musste. Also ganz wohl ist mir nicht bei der Sache, flüsterte sie ihm zu. Mir auch nicht. Verstehst du nun, warum ich dieses Schaulaufen so hasse und solche Veranstaltungen meide? Aber du musst da jetzt durch, sagte er und kniff ihr leicht in die Seite. Wenn schon Hollywood, dann so richtig Hollywood. Jenny kniff ihn leicht zurück und lachte dabei so zauberhaft, dass auch gleich die Fotografen die Situation beim Shop verpackten und sie beide von jetzt auf gleich im Blitzlichtgewitter standen. Und nun kam's ganz dicke. Plötzlich die Frage, hey Vic, wer ist die schöne Frau an deiner Seite? Mrs. Erdbeerstein ist eine gute Freundin, antwortete Vic ohne zu zögern und Jenny verschluckte sich fast beim Luftholen. Ja Leute, merkt euch ihren Namen, sie wird euch alle noch überraschen. So, jetzt rollte auch noch die Hitzewelle an und Jenny wäre am liebsten im Erdboden versunken. Was war das denn? Sie sah ihn fragend an. Er machte wieder diesen Blick, den sie so liebte und zog sie weiter mit sich. Vic, warum? Weiter kam sie nicht. Okay, unterbrach er sie. Ich dachte, wenn schon Presse, dann richtig. Schließlich kennen mich so viele und du willst doch durchstarten. Jenny überlegte und fand sein Argument einleuchtend. Dass er ihr allerdings so weit die Türen öffnete, überstieg gerade ihre Vorstellungskraft. Also wenn das in dem Tempo so weitergeht, bekomme ich eine Panikattacke. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach, sag einfach nichts. Doch, widersprach sie. Vic, ich könnte dich jetzt knutschen. Na, dann mach es. Ermunterte er sie. Sie blickte kurz auf und zwinkerte ihm zu. Also wenn ich das tue, dann drehen alle hier völlig durch. Stimmt, aber denk daran, versprochen ist versprochen. Sie hakte sich bei ihm unter und während sie im Getümmel der vielen schönen Menschen untertauchten, drückte Jenny wortlos seine Hand und Vic verstand. Sie nahmen an einem der vielen großen, runden, üppig gedeckten Tische Platz. Das Thema Prominente helfen Kindern in Not hatte rund 500 Gäste aus Medien, Film und Fernsehen zur Wohltätigkeitsgala angelockt. Im Laufe des Abends, als der Moderator in bewegenden Worten sagte, es sei eine Herzensangelegenheit, Kindern zu helfen, bekamen nicht nur die Stars feuchte Augen. Jenny flennte mit und ruinierte ihr Make-up, als die bewegenden Schicksale der Kinder weltweit mit diversem Bildmaterial dokumentiert wurden. Vigo spendete natürlich auch eine stattliche Summe und Jenny war mächtig stolz auf ihn. Als der offizielle Teil der Gala beendet war, spielte eine Band zum Tanz auf.
Vic forderte sie auf und Jandy ging zunächst etwas unsicher wie auf Eiern in ihren High Heels auf die Tanzfläche. Aus den Augenwinkeln heraus sah sie die erstaunten Blicke der Anwesenden. »Warum schauen die ihn so?«, fragte sie leise. »Es ist anscheinend eine kleine Sensation, mich hier auf solch einer Veranstaltung zu sehen, noch dazu mit einer Frau.« Jandy konnte ihre Freude darüber nicht verbergen und grinste in sich hinein. Obwohl sie noch nie miteinander getanzt hatten, klappte es hervorragend. Sie trat ihm nicht auf die Füße und nach einer kleinen Weile legten beide eine flotte Sohle aufs Parkett. Zusammen und auseinander. Er drehte sie herum, zog sie wieder an sich und tauchte ihr ins Ohr. Es passt einfach. Jandy traute sich mittlerweile offen in die Runde zu schauen und beim Erkennen so mancher Leinwandgesichter verspürte sie den unbändigen Drang, sich Rico mitzuteilen. Leise flüsterte sie, können wir ein bisschen tratschen? Aber gern. Schau mal, da ist doch die Ex von Brad Pitt. Ganz nette Person, aber die wird auch immer jünger. Was für ein sensationeller Glow auf ihrem Gesicht. Wie machen die das nur? Möglicherweise gute Gene oder noch bessere Ärzte. Ihr Gesicht, weißt du, hat diese perfekte Triangelform und ihre Lippen, die sind so sensationell. Tja, in Amerika schätzt man es mittlerweile, wenn die Unterlippe mehr betont wird als die Oberlippe. Jandy strich kurz mit der Zunge über ihre Lippen. Na, darüber musst du dir wirklich keine Gedanken machen, dein Mund ist perfekt. Jandy dachte an ihr Gespräch bei diesem Schönheitsdoc in Berlin, der meinte, dass er solche Lippen auch nicht besser hinbekäme und schon machte ihr mickriges Ego einen Satz nach vorn. Bei all der geballten Hollywood-Beauty hatte sie das auch bitter nötig. Und obwohl sie auch vor manchen Gesichtern mit asymmetrischen Zügen, aufgerissenen Augen und starrer Mimik manchmal erschrak, war es faszinierend, das alles live und in natura vor sich zu sehen. Ihr Fazit des Abends war, dass es hier kaum mehr Frauen gab, die nur Wasser und Nivea an ihre Haut ließen. Der Preis ewiger Jugend war hoch und ein bisschen Seele kostete ein Rundum-Verjüngerungsprogramm immer. Und dass die Damen irgendwie alle gleich aussahen, wie sagte Vic doch ein Heer schöner Klone, lag wohl darin, dass Schönheitschirurgen ihre Entwürfe mittlerweile wie Modedesigner im Katalog anboten. Und doch hätte Jandy auch gerne wieder eine glatte Stirn, es musste ja nicht unbedingt Botox sein, nur so ein bisschen frisches Kollagen, um die ausgeprägten Mimikfältchen etwas anzuheben. Das konnte doch nicht schaden, dachte sie und schon fiel ihr wieder dieser Bob Rosenbaum aus dem Flugzeug ein. Wie war das doch mit Scarlett O'Hara? Morgen werde ich darüber nachdenken, morgen ist auch noch ein Tag. Gefühlter Alltag. Die nächsten Tage verbrachte Jandy, wenn Vic in die Studios musste, hauptsächlich am Computer. Die späten Nachmittage und Abende gehörten allerdings ihnen. Sie fuhren als Ausgleich zu seinen anstrengenden Drehtagen öfter raus zum Spazierengehen ans Meer. Dort aßen sie in hübschen Restaurants oder Jandy kochte zur Abwechslung in seiner Küche. Es fühlte sich alles irgendwie gut an. Kein Druck, keine Erwartungen, einfach nur zusammen sein und die Leichtigkeit des Seins genießen. Und Jandy war glücklich, so glücklich wie schon lange nicht mehr. Und sie machte sich nur gelegentlich diese unnützen Gedanken, wie es mit ihm weitergehen sollte oder ob es überhaupt weiterging. Eines hatte sie unter der Sonne Kaliforniens nämlich gelernt, das Leben im Hier und Jetzt. Und das war gut so. Ihr dummes kleines Herz krümmte sich zwar manchmal bei all der Harmonie ein wenig zusammen, wenn sie an die Zukunft dachte, doch dann ermahnte sie sich und dachte an ihr neuestes Credo, Let it flow. Im Zuge der ganzen Aufregung über die geplante Fotoausstellung hatte sie Roger in Berlin von ihrem Shooting mit Joan per Mail berichtet. Er fand die Idee 81 ist die neue 18, dem Jugendwahn gehörig was entgegenzusetzen, total klasse, und sie erhielt sofort ein Feedback von ihm. Wenn sie seine Hilfe benötigen würde, schrieb er total nett, wäre er zur Stelle. Das Angebot war natürlich mehr als verlockend, aber Jandy wollte es alleine schaffen. Ganz ohne organisatorische Hilfe ging es natürlich nicht. Immerhin war sie in Los Angeles und nicht in Berlin. Die Bilder mussten entwickelt, vergrößert und gerahmt werden. Vico gab ihr die Adresse eines befreundeten Fotografen, der ein Fotolabor in Hollywood betrieb. Außerdem kannte er eine Galeristin, die ihre Galerie gerne zur Verfügung stellen wollte. Und er versprach, für die Vernissage eine entsprechende Gästeliste aufzustellen. Das war mehr, als sie erwarten durfte, und sie nahm seine Hilfe tausendmal dankend an. Der Gedanke, dass sie noch vor ein paar Wochen ohne Zukunftsaussichten im kalten Berlin herumsaß und auf ihren Ehemann wartete, damit er ihr die Welt außerhalb ihrer vier Wände offerierte, kam ihr immer absurder und unwirklicher vor. Dank Vico, und das vergaß sie nie, befand sie sich auf einem Weg, der mehr als fantastisch war. Und dann noch ihre Bekanntschaft mit der Pink Lady, wie Jandy sie im Stillen nannte, bestätigte wieder einmal die Aussage, man muss zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die richtigen Leute treffen, um die Möglichkeit zu nutzen, das Beste aus sich herauszuholen. Nun ging es darum, die Fotos für die Ausstellung als einheitliches Gesamtbild vorzubereiten. Sie hatte die Vorstellung im Sinne einer Reportage, die Joans Gesicht in Bildern erzählte. Dafür brauchte sie allerdings auch Fotos aus früheren Tagen.
In der Zwischenzeit verabredeten sich die beiden regelmäßig zur Tea-Time mit den obligatorischen Ingwerplätzchen und Jenny fragte beim nächsten Treffen frei heraus, »Du, Joan, mir läuft die Zeit davon und ich wollte dich was fragen.« »Hm? Frag, Kindchen.« »Also, wie du ja weißt, bin ich dabei, die Fotoausstellung zu organisieren und dachte dabei an eine Retrospektive.« »Das ist schön, aber kurz und gut, ich brauche mehr Fotos, um genauer zu sagen, ich brauche Fotos von früher.« »Also du meinst, als ich noch jung und knackig war?« »Hm?« »Und auch solche, die verschiedene Lebensphasen dokumentieren.« Joan erhob sich aus ihrem bequemen Sessel und sagte, »Komm mal mit.« Jenny tat wie geheißen und folgte ihr. Hinter dem Schlafzimmer befand sich eine Art Kammer. Sie traten hinein, an die Wand gelehnt standen unzählige Fotos von ihr und ebenso gerahmte Filmplakate. »Boah, das ist ja der Hammer!« »Such dir aus, was du brauchst.« Jenny betrachtete die wirklich hinreißenden, zum größten Teil in schwarz-weiß gehaltenen Fotografien und schüttelte erstaunt den Kopf. »Mann, oh Mann, sind die schön. Wer hat die gemacht? Wie sieht es mit den Rechten eigentlich aus?« »Keine Sorge, die Fotos gehören mir. Und David ist schon lange tot. Er starb viel zu früh an einem Herzinfarkt.« »Oh«, reagierte Jenny betroffen. »Ach, nicht doch, das ist der Lauf des Lebens. Irgendwann sind wir alle dran«, sagte Joan milde. »Aber bevor es soweit ist, haben wir noch einiges vor.« Jenny legte einen Arm um ihre Schultern. »Such dir so viele Fotos aus, die du gebrauchen kannst. Ich trinke jetzt weiter meinen Tee.« Jenny stand nun allein in der besagten Kammer und schaute ehrfürchtig auf die vielen Porträts und Ganzkörperfotos. Joan war eine Schönheit, so elegant und unglaublich fotogen. Am allerbesten gefielen ihr die Nahaufnahmen von ihrem Gesicht, mit und ohne Hut, mit Zigarette, lasziv und dann wieder solche mit ihrem wissenden Blick. Vor ihrem geistigen Auge sah sie die Arrangements der Fotos von Joan genau vor sich, um einen umfassenden Gesamteindruck ihres Lebens zu erwirken. Einzelbilder sollten im freien Raum gehängt werden, ergänzende Bilder in Tableaus zusammengefasst, mit so viel Abstand voneinander präsentiert, dass ihre inhaltliche Zusammengehörigkeit noch sichtbar war. Die verschiedenen Größen spielten dabei keine Rolle. Eine klassische Präsentation im Rahmen mit Passepartout würde dem Ganzen die nötige Ruhe und eine gewisse Eleganz verleihen. »Oh Mann, das wird toll. Allerdings habe ich noch eine Menge Arbeit vor mir. Und dass es genauso wird, wie ich es mir vorstelle, großer Gott, ich scheine wirklich auf der Glückswelle ganz oben zu schwimmen«, sprach sie zu sich selbst und ging mit einem Dauergrinsen zu Joan in den üppigen Wohnsalon zurück. »Bist du fündig geworden, Kindchen?« »Mehr als das. Glaub mir, das Ergebnis wird dir gefallen.« »Ach, ich liebe Überraschungen«, Jenny dachte, dass dies ein wesentlicher Unterschied zwischen ihnen beiden war. Mit Überraschungen konnte sie nicht so gut umgehen. Meistens war es dann so, dass Jenny in solchen Momenten ihres Lebens nicht die richtigen Worte fand und Gefahr lief, denjenigen, der sie überraschte, ungewollt zu enttäuschen. Aber das war jetzt ein ganz anderes Thema. Es ging einzig und allein um Joan. Zu früh gedacht. »Sag mal, Jenny, was ist das eigentlich mit dir und Vic?« stand plötzlich ihre Frage im Raum. Jenny errötete und die berühmte Hitze. »Na, ihr wisst schon«, stieg wieder auf. »Nun ja, also ich weiß auch nicht so genau.« Joan sah sie weiter fragend an. »Also, die Sache ist die, wir haben uns zufällig in Berlin kennengelernt, als er mich aus einer Situation herausrettete, die ziemlich peinlich war.« »Was war das für eine Situation?« »Also, ich habe meinen Mann mit seiner Geliebten auf dem roten Teppich erwischt.« »Großer Gott!« »Und Vic?« »Naja, Jenny erzählte nun den Ablauf ihres gemeinsamen Abends in Berlin und dass sie anschließend mit ihm in seinem Hotelzimmer landete.« »Das ist doch eine schöne Geschichte.« »Naja, also damals hatte er mir seine Freundschaft angeboten und nun ist es mittlerweile so, dass ich mich sehr, sehr, sehr zu ihm hingezogen fühle. Mit gelegentlichem Sex, nehme ich an.« Jenny nickte etwas beschämt. »Also, ich denke manchmal, so viel Glück kann ein Mensch doch gar nicht haben. Vic und ich und du und die Ausstellung. Das ist doch alles wunderbar. Genieße das Leben und wenn sich solche Möglichkeiten bieten, nimm sie mit. Am schlimmsten ist es, wenn man im Nachhinein Dinge bereut, die man aus Scham oder falschem Stolz heraus nicht gemacht hat.« Jenny überlegte und meinte, »Also ich muss dir mal was sagen.« Joan sah sie über den Rand ihrer Teetasse gespannt an. »Was denn? Los, raus damit. Also ich hoffe, du findest das nicht anmaßend.« Sie holte noch einmal tief Luft. »Ich finde, du bist wie eine Mutter zu mir. Und ich frage mich die ganze Zeit schon, wie um alles in der Welt das möglich sein kann.« Sie stellte ihre Tasse ab, räusperte sich. »Nun, ich habe dich richtig in mein Herz geschlossen, da ich meine leiblichen Töchtern gelinde gesagt eine Rabenmutter war, weil die Zeit einfach nicht ausreichte für die Karriere und die Kinder, ist es wohl jetzt so, dass ich versuche, auf die eine oder andere Art Versäumtes nachzuholen.« Jenny ging zu ihr, kniete sich vor sie hin und hielt ihre beiden Hände fest. Tränen der Rührung schossen ihr unvermittelt in die Augen. »Entschuldige bitte, ich weiß gar nicht so recht, was ich daraufhin sagen soll, außer dass ich wahnsinnig glücklich bin, dich getroffen zu haben.«
Tja, Kindchen, das Leben macht so einiges möglich. Vorausgesetzt, man ist nicht so dämlich, die sich bietenden Chancen zu ergreifen. Ich für meinen Teil habe durch dich nette Gesellschaft und kann dir darüber hinaus auch noch behilflich sein. Was will man mehr? Weißt du, wie ich mir jetzt vorkomme? Na wie denn, fragte John, als säße ich auf einer rosaroten Wolke und hätte bei der Verteilung des Glücks lauthals hier gerufen und zugegriffen. Das ist ein schönes Bild, auch mal ganz ehrlich. Im Leben kommt es immer anders, als man denkt. Ja, und das Glück kein Zufall ist, sondern herbeigelockt werden will, ist auch so sicher wie das Amen in der Kirche. Und dennoch ist Glück nur ein Moment, erwiderte John ein wenig nachdenklich. Versuchen wir ihn festzuhalten und dankbar zu sein. Darauf trinken wir jetzt einen Sherry. So wie das alte Damen machen. Bin dabei, sagte Jenny, nahm die Kristallkaraffe und schenkte ein. In 4 Wochen musste alles stehen. Der Tag der Vernissage stand fest und Jenny arbeitete wie eine Besessene an der Auswahl der Bilder, der Vergrößerung und an der einheitlichen Rahmung bzw. einem abgestimmten Passepartout-Konzept. Maggie, die Galeristin, erwies sich als großzügige Helferin mit einem goldenen Herzen. Tatkräftig unterstützte sie Jenny beim Aufhängen der Bilder in günstigem Licht. Für Jenny hätte der Tag 48 Stunden haben müssen. Es war so viel zu tun, was sie selbstverständlich mit gehöriger Freude erfüllte. Nur Vigge und Joan kamen zu dieser Zeit ein wenig zu kurz. Ach ja, und dann trämmelte noch Marie, dass sie natürlich bei der Vernissage dabei sein wollte. Jenny hatte bei alter Hektik total vergessen, Vigge zu fragen, ob das in Ordnung wäre, wenn ihre Tochter einfliegen würde. Er sagte natürlich ja und meinte, was für eine Frage. Natürlich kann deine Tochter kommen. Danke, dabei fiel sie ihn um den Hals. Weißt du, bei der Gelegenheit könnte ich auch meinen Sohn einladen. Die beiden müssten im gleichen Alter sein. Gute Idee. Ach, Vic, schön, dass ihr auf. Du bist so wundervoll zu mir und ich kann dir immer wieder nur danken. Das musst du nicht. Doch, weißt du, seitdem wir uns kennengelernt haben, bist du für mich da. Na, du doch auch für mich. Weißt du, ich liebe deine Energie, Jenny, und deine Lebensfreude. Die ist so unbezahlbar. Insofern ist das Gleichgewicht wiederhergestellt. Komm, lass diese blöden Gedanken. Weißt du, ich frage mich immer, wie kann ich mich nur revanchieren? Jenny... Er zog ihren Namen in die Länge und sie streichelte zärtlich seine Wange. So, das nächste Kapitel ist Überraschung. Surprise, surprise. Ihr Lieben, jetzt geht's rasant dem Ende zu. Ich verrate aber noch nichts. Aber ihr könnt euch ja denken, jetzt, na, jetzt kommt die Marie, die... Vernissage findet statt und wie das nun mit Vic und Jenny weitergeht, das werdet ihr erfahren, wenn ihr dranbleibt. Ich danke euch fürs Zuhören oder ja, fürs Zuschauen und Zuhören und wünsche euch einen wundervollen Tag. Seid gut zu euch, bis bald. Ciao.